Karl und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Speedstart. Nein, es ergibt keinen Sinn. So. Jetzt wird erstmal Geld gemacht. Weil wir haben so wenig. Was ist denn das? Wieso sind die alle hinten? Wollen die, dass ich denen das Geschäft ausraube und noch mehr Geld mache, oder wie? Alle zu nett hier. Alle. Die Illusion, sowas brauche ich nicht. Verändern des Beschwörens. Warum sollte ich? Ich kann jetzt auch nur die Dinger verkaufen. Mache ich auch. Alte Wein. Pferdefleisch. Scheiße. Naja, egal. So, welche Seelensteine laute? Leerer mächtiger Seelenstein, Quecksilberbarren. Und zwar. Bitte kommt wieder. Habe ich ein paar Sachen noch zu erledigen. In meinem Haus. Und zwar zunächst einmal. Die erste Sache ist unser Projekt Reichtum. Ihr seht das hier schon, ne? Die ganzen Diamanten und so, die sich hier schon langsam auftürmen. Quasi. Jetzt kommen auch noch Amethyste dazu. Na schön, ne? Seht ihr ja. So, als nächstes kann ich ein bisschen Gewicht abladen, indem ich Seelenstein ablege. So, dann ja, so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, geht alles. Hier ist nichts, ne? Nein. 2 ist auch wieder ganz normal, sehr schön. Dann wir haben zwar geportet dadurch dafür, aber egal. So. Nee, warte. Ein paar Bücher sollten wir vielleicht noch ablegen. Das sind Questbücher, oder? Ästhetischer Verrat. Das ist der Dedra, Zufallsfehler, so. Also. Der letzte König der Eileiden. Ist das. Nein, das ist die richtige Reihenfolge. Erstmal die Nacht der Tränen. Ist das erste gewesen, was wir eingesammelt haben. Die Nacht der Tränen. Draenor Silet. In der Geschichte von Himmelsrand nimmt Sartal einen bedeutenden Platz ein. Auch wenn die meisten sich an seinen Namen nicht erinnern. Es war natürlich der Ort, eine der ersten größeren Nordsiedlungen, eine der ersten Städte von Himmelsrand und die früheste bekannte Hauptstadt ihrer Zivilisation. Es war zudem die Stätte furchtbaren Blutvergießens, als die Elfen versuchten, die Nord aus Himmelsrand zu vertreiben und es ihnen nur gelang, ihren Zorn in der Gestalt Iskramors und seiner legendären 500 Gefährten zu erregen, die die Elfen aus Himmelsrand fortfegten und das Land ein für allemal als Heimstadt der Nord etablierten. All dies ist bekannt, aber nur wenig darüber hinaus. Was geschah in dieser Nacht der Tränen, als Sartal dem Erdboden gleichgemacht wurde? Was hat die Elfen zu einem so willkürlichen, grausamen Überfall provoziert? Und was veranlasste eine derart heftige Reaktion der Nord? Wingamolds Abhandlung zur Altmeervorgeschichte lässt darauf schließen, dass die Elfen der meretischen Ära zusammen mit ihrem Gegenpart, dem früheren Dwemer, ein Bildungsniveau besaßen, das in Tamriel seinesgleichen suchte. Sie besaßen eine Macht, wie sie zu jener Zeit nicht zu erwarten war. Obwohl es keine eindeutige Erklärung dafür gab, glaube ich, dass Wilgamors Arbeit, verglichen mit den früheren Aufzeichnungen von Hesef Eschirinirs,
darauf schließen lässt, dass in jener Nacht in Saartal etwas Größeres am Werke war. Die wahren Motive hinter der Nacht der Tränen sind durch die Zeit verborgen, doch ich glaube, dass dies kein einfacher Territorialkrieg oder Krieg um die Herrschaft über Himmelsrand war. Ich glaube, was geschehen ist, war ein bedeutsames Ereignis, bei dem es etwas ganz Bestimmtes ging. Als die Nord ihre Stadt errichteten, stießen sie auf etwas, das tief im Boden vergraben war. Sie versuchten, es verborgen zu halten, doch die Elfen erfuhren davon und begehrten es selbst. So griffen sie Saartal an, wobei es nicht ihr Ziel war, die Nord zu vertreiben, sondern diese Macht für sich selbst zu erlangen. Ich glaube, Iskramer wusste etwas darüber, was die Elfen unter Saartal finden würden, und sammelte seine Leute um sich, um sie davon abzuhalten, es zu bekommen. Als die Nord erneut Himmelsrand kontrollierten, wurde diese Macht tief unter der Erde begraben und versiegelt. Die Zeit enthält uns dieses Wissen vor, doch ich habe die Hoffnung, dass die Zeit ebenso die Wahrheit dieser Worte enthüllen wird. Jede Anstrengung wird unternommen werden, um Saartal wiederzuentdecken und das zu finden, was für uns so lange verloren war. Ja, es ist quasi so die Geschichte der über Saartal und das Geheimnis, was da drunter steckt, quasi. Ja, und natürlich die Nacht der Tränen, eine schreckliche Nacht, wo die, ja, quasi eine erbitterte Schlacht der Altmeer gegen die Nord waren. Als Zusammenfassung. Das zweite war, glaube ich, der letzte König der Eileiden. Die Eileiden, oder Herzen und Hochelfen, regierten Cyrodiil in den langen Zeiten des Mythos vor Beginn der Geschichtsbeschreibung. Eines der ersten belegten Daten ist der Fall des Weißgoldturms im Jahre 1. Ära 243, der nach allgemeiner Ansicht das Ende der Eileiden einläutete. Obwohl die Eileiden-Herrschaft über ganz Cyrodiil tatsächlich im Jahre eine Ära 243 gebrochen wurde, war dies nur eine der offensichtlichsten Phasen am Ende eines langen Niedergangs. Die ersten beiden Jahrhunderte der ersten Ära waren durch zunehmende Querelen zwischen den großen Eileidenfürsten von Cyrodiil gekennzeichnet. Alessia scheint eine Zeit des Bürgerkriegs ausgenutzt zu haben, um ihren Aufstand zu beginnen. Kaiserliche Historiker haben ihren Sieg traditionell dem Eingreifen von Seiten Himmelsrand zugeschrieben. Doch es scheint, dass sie bei der Belagerung des Weißgoldturms mindestens genauso viel Hilfe von rebellischen Eileidenfürsten hatten. Das gängige Bild der Eileiden als brutale Sklaventreiber beruht natürlich auf Tatsachen. Doch es ist allgemein weniger bekannt, dass eine Reihe von Eileidenprinzen noch 263 weiterhin Teile Cyrodiils beherrscht. Als Vasallen der neuen Kaiserin von Cyrodiil. Dies deutet darauf hin, dass entweder die Eileiden-Herrschaft doch nicht allen verhasst war, oder dass Alessia und ihre Nachfolger pragmatischer waren, als allgemein angenommen wird. Oder vielleicht auch ein wenig von beiden. Auf alle Fälle zeigen Ausgrabungen an einer Reihe von Eileiden-Städten eine fortgesetzte Besiedlung und sogar Ausweitung in der sogenannten Spätphase der Eileiden von 1. Ära 243 bis etwa 498. Zunächst regierten viele Eileidenfürsten weiter als Vasallen des neuen Menschenregimes. In manchen Fällen wurden Eileiden-Anhänger Alessias sogar mit neuen Ländereien belohnt, die getöteten Feinden gehört hatten. Es ist unklar, in welchem Ausmaß die Versklavung von Menschen unter dem Cyrodiilischen Reich andauerte. Menschen lebten weiterhin in den von Eileiden beherrschten Gebieten von Cyrodiil, doch es gibt keine schlüssigen Beweise, unter welchen Bedingungen. Dies war von Anfang an eine unbehagliche Beziehung, der es nicht bestimmt war, lange zu wehren. Unwille über die fortgesetzte Präsenz von Eileidenadeligen im Kaiserreich trug zum Aufkommen des sogenannten Alessianischen Ordens bei, die Maruk gegründet hatte. Die ersten Opfer der Alessianer waren die Eileiden von Cyrodiil. Im frühen 4. Jahrhundert wurden die noch bestehenden Eileidengemeinschaften in von Menschen regierten Regionen eine nach der anderen ausgelöscht, und die Flüchtlinge ließen vorübergehend die Macht der verbleibenden Eileidenfürsten wachsen. Dann,
gewannen im Jahre 361 die Alessianer die Kontrolle über das Kaiserreich und setzten im gesamten Herrschaftsbereich die alessianische Doktrin durch. Die Alleinfürstentümer wurden abgeschafft. Die Durchsetzung dieses Erlasses scheint nicht viel direkte Gewalt erfordert zu haben. Es scheint, dass zu diesem Zeitpunkt das Gleichgewicht der Kräfte so überwältigend gegen sie war und ihr Schicksal sich bereits so lange abgezeichnet hatte, dass der Großteil der verbliebenen Alleiden Cyrodiil einfach verließ und allmählich der Elfenbevölkerung von Valenfald und Hohfels einverleibt wurde. Tatsächlich kann man das Aufkommen der Direnne-Hegemonie mit diesem Exodus der Alleiden aus Cyrodiil in Verbindung bringen. Eine Verbindung, die bisher von Historikern kaum untersucht wurde. Dennoch scheint eine Restbevölkerung von Alleiden die Herrschaft der Alessianer überlebt zu haben. Denn wir hören davon, dass der letzte König der Alleiden sich der Schlacht beim Gelumbria-Moor anschloss, in der die Dirennis die Alessianer im Jahre 482 entscheidend schlugen. Wie die Untertanen dieses Königs das vorhergegangene Jahrhundert überlebt haben, ist unbekannt. Wir wissen nicht einmal, wer sie waren, obwohl neue Forschungen auf Nenalata als mögliche Ruhestätte dieses letzten Königs hindeuten. Leider stehen in der gegenwärtigen Situation des Kaiserreichs keine Mittel mehr für eine angemessene wissenschaftliche Untersuchung solch ausgedehnter Ruinen zur Verfügung, sodass die Beantwortung dieser Fragen künftigen Generationen überlassen werden muss. Ja, der letzte König der Alleiden, das trifft auch als Zusammenfassung sogar. Und jetzt noch das Fragment über Arteaum. Die Insel Arteaum ist die drittgrößte Insel des Somerset-Archipels, südlich des Dorfes Murindunon in Dotansa und westlich des auf dem Festland gelegenen Dorfes Runkibai. Sie ist vor allem als Heimat des Psijic-Orden bekannt, der wahrscheinlich ältesten Ordensgemeinschaft Tanriels. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über die Psijic stammten aus dem 20. Jahr der ersten Ära und erzählten die Geschichte des berühmten und weisen Breton Voyanet, der zur Insel Arteaum reiste und dort Yachesis, den Zeremonienmeister der Psijic, zu treffen. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren die Psijic die Berater der Könige und Befürworter der alten Wege, die sie von dem ursprünglich in Tamriel wohnenden Volk gelehrt bekommen hatten. Die alten Wege sind eine Philosophie, die auf Meditation und Studium beruht und die Kräfte der Natur an den persönlichen Willen binden soll. Sie haben ursprünglich nichts mit Magika zu tun, der Effekt ist aber in etwa der gleiche. Daher ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass die Insel Arteaum zu Beginn der zweiten Ära buchstäblich von den Küsten der Somerset-Inseln verschwand, etwa zur gleichen Zeit, als die Magiergilde in Tamriel gegründet wurde. Verschiedene Historiker und Gelehrte haben Theorien darüber veröffentlicht, aber außer Iachisis und seinen Anhängern konnte anscheinend niemand Licht in diese Sache bringen. 500 Jahre vergingen und Arteaum kehrte zurück. Die Psijic auf der Insel bestanden aus Personen, meist Elfen, die während der zweiten Ära verschwanden und für tot gehalten wurden. Sie konnten oder wollten keine Erklärung zum Verbleib Arteaums in dieser Zeit oder zum Schicksal Iachesis und des früheren Rats von Arteaum abgeben. Zurzeit werden die Psijic von Lehrmeister Kelaros angeführt, der dem Rat von Arteaum seit 250 Jahren vorsteht. Der Einfluss des Rates auf die Politik Tamriels schwankt. Die Könige der Somerset-Inseln, besonders die in Merodunon, fragten oft nach der Meinung der Psijic. Kaiser Uriel V. wurde in der ersten, ruhmreichsten Zeit seiner Herrschaft sehr vom Rat beeinflusst. Dies war vor seinem katastrophalen Angriff auf Akavir. Es heißt, dass die Flotte König Orgums von Dyandonea von den vereinten Kräften des Kaisers Antiochus und des Triptix-Ordens zerstört wurde. Die letzten vier Kaiser, Uriel VI., Murihata, Pergeus IV. Und Uriel VII. Waren so skeptisch gegenüber den Psijic, dass sie in der Kaiserstadt keine Botschafter der Insel Arteaum duldeten. Die Insel Arteaum ist kartografisch schwer zu erfassen. Es heißt, dass sie sich ständig durch Zufall oder den Willen des Rates bewegt. Besucher sind auf dieser Insel so selten, dass man kaum je davon gehört hat. Wer ein Psijic treffen möchte,
Kanendo Tansa und Runkibai und den vielen Königreichen der Somerset-Inseln Kontakte knüpfen. Wäre es besser erreichbar, wäre Ataeum jedoch das bevorzugte Ziel von Reisenden. Ich war einmal auf der Insel und träume immer noch von den idyllischen Obstgärten und offenen Weiden, den stillen und ruhigen Lagunen, dunstigen Wäldern und der einmaligen Architektur der Psijic, die wie ihre Umgebung überaus natürlich und wundervoll ist. Ich habe den Turm Zephora ganz besonders studiert, da er ein Relikt einer Zivilisation ist, die noch um einige hundert Jahre älter ist als die der Hochelfen und immer noch für bestimmte Riten der Psijic genutzt wird. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück. Anmerkung des Herausgebers: Der Autor befindet sich zurzeit auf der Insel Ataeum mit freundlicher Genehmigung von Meister Sargenius vom Rat von Ataeum. Interessant. Wie das jetzt miteinander zusammenhängt, alles irgendwie deutet auf diesen Psijic Orden und eine Wiederkehr des Psijic Ordens derzeit in Laufe von uns, und ich gehe davon aus, dass wir uns dann auch mal nach Ataeum begeben werden. Ich freue mich auch darauf, dass wir uns mal nach Ataeum bestimmt begeben werden. Ja. Und ja, Satan haben wir ja schon entdeckt, und wir werden dieses Geheimnis des Untergangs erforschen und des der Trauertage oder wie sie hießen. Ja. Aber erstmal gehen wir was trinken. Und was essen. Wieso nicht? Oh, ich bin bestimmt wieder über. Wer hat die Tür geöffnet? Okay, was ist hier los? Gisargo! Dieses Ding aus Sartal. Was ist das? Gisargo weiß es nicht. Ich habe eure Schriftrolle ausprobiert. Und waren sie großartig? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, ihr wolltet mich umbringen. Sollten sie etwa explodieren? Sie sind nämlich explodiert. Ah, na, das sollten sie nicht. Ach so, ich dachte, das wäre durch was anderes passiert. Gisargo ist froh, euch hier heil. Und nicht in kleinen Stücken zu sehen. Ihr habt euch bemüht und seid ein guter Freund. Gisargo wird das nicht vergessen. Danke. Folgt mir. Nee. Ich weiß nicht, ob ich so eine Katze will. Ich will mich unterhalten mit Professorin Erwin. Mir wurde gesagt, dass ihr. Nun auf jeden Fall baut ihr euch einen Ruf auf. Ja. Was wisst ihr über den Psijic-Orden? Nicht mehr als andere, nehme ich an. Es handelt sich dabei um einen sehr alten Orden. Er entstand eine ganze Weile vor der kaiserlichen Magiergilde. Tatsächlich wurde die Magiergilde als Gegenstück zum Psijic-Orden gegründet, der die Auffassung vertrat, dass nur einige wenige Auserwählte die Magie beherrschen sollten. Doch seit über 100 Jahren hat niemand mehr etwas von ihm gesehen oder gehört. Hm. Ja, ist ja toll. Wen haben wir hier? Wenn ihr einen Moment Zeit habt, könntet ihr mir mal helfen? Ja, gefällt es euch in der Akademie? Bislang schon. Und sei es nur, weil mir niemand sagt, was ich alles erreichen müsste. Ich will nur lernen und nicht darüber nachdenken, welche Erwartungen andere an mich stellen. Mhm. Im Winterfeste lebten einst viele Dunkelelfen, oder? Habt ihr das nicht gewusst? Vor der Oblivion-Krise haben viele Elfen in Winterfeste gelebt. Und noch mehr haben jedes Jahr die Akademie von Morrowind besucht. Danach hat das Misstrauen gegenüber der Magie vielen das Leben schwer gemacht. Manche gingen fort, weil sie den wachsenden Hass der Nord nicht mehr ertragen wollten. Andere sind nach dem Roten Jahr, als Fadenfell ausbrach und große Zerstörung verursachte, wieder heimgekommen. Winterfeste selbst ist in den Jahren zwischen damals und jetzt gestorben. Geblieben ist nur noch eine leere Hülle. Eigentlich ist nur die Akademie noch übrig. Hm. Wobei braucht ihr Hilfe?
Wir versuchen doch alle, bessere Magier zu werden, stimmt's? Ich gehe davon aus. Nun, ich brauche jemanden, mit dem ich einige Zauber üben kann. Eigentlich nichts Gefährliches. Wärt ihr bereit, mir zu helfen? Klar. Ich werde euch helfen. Oh, gut. Ich hatte schon Angst, ich müsste Gesargo fragen. Bleibt einfach dort stehen. Ach du Scheiße. Bitte. Vielleicht können wir sie ja sogar als Begleiterin nehmen. Ich lasse die Hände los. Ach du Scheiße. Und jetzt? Aber du liebe Zeit. Das hätte nicht passieren sollen. Was ist... Geht es euch gut? Ihr seht ziemlich grün aus. Was? Es tut mir schrecklich leid. Ich bin alles wieder und wieder durchgegangen und war mir sicher, dass es laufen würde. Bitte, was habt ihr getan? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe mich nur irgendwo ein wenig verrechnet. Ja, das denke ich mir in Chemie auch immer. Ich bin sicher, es wird bald abklingen. Dann ist alles in bester Ordnung und wir können es noch einmal versuchen. Inzwischen versuche ich herauszubekommen, was schiefgelaufen ist. Okay. Also gut. Ich mache dann ganz schnell einen Cut. Bis zur nächsten Folge.